Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Battlefront 2. Wir müssen abhauen, schnell vom Planeten. Eieieiei. Als ich sagte, wir brauchen ein Schiff, hätte ich deutlicher sein sollen. Es hat Waffen. Was will man mehr? Dass es kein Wolkenstadtwagen ist. Flucht im Wolkenstadtwagen also? Na toll. Könnte besser sein. Eine Tankungsplattform direkt voraus. Und drei Sternenzerstörer. Die wir sprengen werden. Wissen Sie was? Sie hatten recht. Der Wolkenstadtwagen ist absolut ungeeignet. Nein, Moment. Wir müssen nur die Treibstoffzellen ausschalten. Und dann kommt es zu einer Kettenreaktion. Genau. Bis zurück zu den Sternenzerstörern. Das ist das Verrückteste, was ich je gehört habe. Also, dann mal kurz die Fähigkeiten checken. Elektronische Gegenmaßnahmen hätten wir hier. Außerdem der Nachbrenner, kenne ich, und der Kühlkörper, auch nicht schlecht. Naja, fliegen wir mal, ist jetzt nicht so geil ausgerüstet. Sie lieben es. Ich liebe es! Kommando, ein Wolkenstadtwagen hält Kurs auf ihren Zerstörer. Das Ding hört den imperialen Funk mit. Er ist doch für etwas gut. Sigma 1-2, setzen Sie Vektor auf Abfangkurs. Wahrscheinlich eine Lieferung, aber wir können nichts riskieren. Verstanden, Kommando. Okay, da wollen wir ran an den Speck, ran an die Arbeit und die Dinger zerstören. Verrückte Aktion. Und dann gehen die Sternzerstörer mit in die Luft. Macht keine Lieferung. Nee, macht er nicht. Oh nein. Alle Einheiten zu mir. Wolkenstadtwagen auf Punkt 032. Schießt ihn ab. 1-2, Schiff stoppen. Wir verlieren Treibstoffzellen. Unsere Flotte braucht das Divana-Gas. Ich gebe mir Mühe, aber er ist schnell. Heiliger Bimbam, jetzt kriegen wir Gesellschaft. Mitten im Wolkenstadtwagen gegen TIE Fighter, ganz klar. Aber wir rocken das Ding. Das Design von dem Teil ist auch so semi-geil, ne? Wir müssen auf jeden Fall noch die Dinger hier zerstören. Und dann aber auch die Jäger, die uns hier angreifen wollen. Verdammte Axt. Oh yeah. Und die nächsten bitte. Ah, kommen schon noch welche her, oder? Ja, yeah, klar. Mit dem Wolkenstadtwagen. Machen wir irgendwie die TIE Fighter Platz. So, jetzt sollen wir die Dinger hier oben auch zerstören, alle. Da ist noch einiges zu zerstören. Boah. Das Ding ist nicht so geil im Handling. Das ist bei einer Luftschlacht. Ja, Mann. Boah. Im Prinzip können die uns ja gar nichts. Oh, der war auch knapp hoch. So, das haben wir auch abgefertigt. Eine Etage nach oben, bitte. Wir können erst nach der Betankung feuern, sonst geht die ganze Raffinerie hoch. Tun Sie was! Aber wenn wir verfehlen und die Treibstoffzellen treffen, sterben wir alle. Dann zielen Sie! Knappe Kiste. Oh, der war noch knapper. Der war nicht so knapp. Den haben wir gut erwischt. Oh, oh, oh. Komm einmal hier abhauen. Das ist die letzte. Leider ist Haas konzentriert. Yeah! Nice one! Alter, wie krass das aussieht. Wir haben Infos über eine verlassene imperiale Fabrik auf Sallust. Admiral Versio plant, Waffen aus einem Depot dort zu holen. Wir werden zuerst dort sein. Ich habe um Hilfe gebeten, damit es klappt. Shriv, Sie werden mit Lando Calrissian auf dem Boden sein. Sichern Sie die Waffen und dann holen wir sie ab. Was auch geschieht, mein Vater darf diese Waffen nicht bekommen. Immer dieses Vater-Sohn-Tochter-Spiel. Sallust ist natürlich auch sehr gemütlich. Wir erinnern uns an einen gewissen Film. Verlassenes Waffendepot. Du hast ein mieses Gefühl bei der Sache. Wäre schlimm, wenn es nicht so wäre. Admiral Versios Leute durften nicht hier sein. Wir sollten uns von Aiden abholen lassen. Ach was, es ist ein Stoßtrupp. Das schaffen wir. Und was, wenn nicht? Nice. Ziemlich viel Verteidigung für ein verlassenes Waffenlager. Ich wollte eigentlich nur Gesellschaft, aber siehe da. Taktische Analyse.
Ich... Mal kurz gucken, was der kann. Rauchgranate. Lando Calrissian. Der gerissene Lando wirft eine Rauchgranate, die das Schlachtfeld seiner Gegner einschränkt. Okay, das Sichtfeld seiner Gegner natürlich. Lando Calrissian visiert bis zu 5 Gegnern, bevor er sie mit mehreren Schüssen neutralisiert. Das ist ja krass. Präzisionsschuss. Deaktivator. Lando Calrissian setzt ein Haftgerät ein, das Gegner in der Nähe anzeigt und ihren Radar stört. Okay, Wirkungsradius zu schocken. Probieren wir mal aus. Ich kenne mich auf Sallust aus. Ich habe immerhin damals bei der Befreiungsaktion geholfen. Das erklärt, warum das Imperium noch da ist. Okay, das war nicht schlecht. Die Anlage infiltrieren. Ja, mal kurz testen. Ja, so. Und dann können wir jetzt auf... Okay, ich verstehe. Und dann macht er das nach und nach, so eine Art Zeitlupe wahrscheinlich. Und den können wir dann zünden. Ja, ähnlich wie das Gerät, was Han Solo am Start hatte. Sieht echt unschön aus hier. Still jetzt. Aha, wir werden auf die Rauchgranate hingewiesen. Auf jeden Fall viele. Ja, Mann. Wollt's mal probieren. Das ist aber gut mit dem Wärmevisier. Sehr praktisch. Nix da, kleiner Mann. Der hat aber trotzdem noch gut geworfen, trotz Todesstoß quasi. Okay, jetzt will ich mal den einen Skill hier probieren. Das sind jetzt natürlich nicht mehr so viele. Wir müssen diesen Offizier aufhalten. Achso, habe ich jetzt was falsch gemacht? Hätte ich die erst alle markieren müssen oder so? Ich weiß nicht genau. Das kann ich nochmal ausprobieren. Oh. Nice. Geht gut ab, der Landung. Okay, nochmal probieren gerade. Schwenke die Thermal und drücke Dings, um zu feuern. Ah, okay, da kann man dann ganz viel markieren, oder was? Das war's. Folgen Sie mir bitte. Sollten Sie nicht mir folgen? Das ist immer noch eine Mission des Inferno-Trupps. Und ich bin immer noch General. Stimmt. Ich folge Ihnen. Oh, schönes Köpfchen. Da, hier ist ein altes Fließband. Darauf hat das Imperium AT-ATs montiert. Hab ich mir fast gedacht. Ah, toll. Wir kommen nicht rein. Wenn wir das Fließband starten, müsste es uns reinbringen. Das ist ja eine lustige Aktion, aber es könnte ein bisschen problematisch mit den Gerätschaften werden, die hier, dann da angehen. Steigen Sie ins Cockpit. Das ist bestimmt bequem. Ach, cool. Ob da nicht irgendwie eine Presse ist nachher oder irgendwas? Oh, oh. Hey, würden Sie bitte... Ihr Umgang ist im Weg. Was war's? Schon mal was von Privatsphäre gehört? Aber dafür umso mehr fürs Team. Sie das? Diese Anlage ist gar nicht verlassen. Sie ist voll in Betrieb. Und unbestimmte Waffen legen die Fabrik still. Gar kein Problem. Das haben Sie über Han Solos Rettung aus Jabba's Palast auch gesagt. Wir kriegen das hin. So wie immer. Wenn Sie dabei sind, läuft einfach nie etwas nach Plan. Ja, das ist das Hauptterminal. Und dort können wir die Fabrik abschalten. Wir müssen nur an den Sturmtruppen vorbeikommen. Ah, du und ich wieder im Einsatz. Das vermisst du doch auch. Ich vermisse das überhaupt nicht. Da werden wir. So ein Glück. Na, wunderbar. Okay, noch okay. Haben wir uns nicht gesehen. Gehen wir zum Hauptterminal und schalten den Strom ab. Wenn ich schieße, weißt du, was zu tun ist.
Gucken wir uns erstmal hier hinten ein bisschen um. Es könnte gleich Ärger geben. Ah, Moment mal, einmal Kopf einziehen. Okay, ich musste da lang. Okay, da sind die Nächsten, die feuern. Was war das denn? Habt ihr gesehen, wie der da hing? Oh! Alter, ich habe nur einen Schuss abbekommen von dem von der Seite. Ich glaube, es war nur ein Treffer gerade und der hat mich... Ah, es war auch ein bisschen zu offensiv. Okay. Gehen wir zum Hauptterminal und schalten den Strom an. Wenn ich schieße, weißt du, was zu tun ist. Wir müssen das aber anders angehen. Das war nicht gut. Mal hier lang latschen so ein bisschen. Ach, guck mal, hier sind die AT-STs. Kleine Fabrikrundführung. Wir müssen nach darüber kommen. Aber manchmal ist es der beste Weg, nach hinten zu gehen, bevor man dann drauf zugeht. Ne? Sagt man ja so. Wir können leider nicht wie in Assassin's Creed uns da jetzt irgendwie oben drüber rummanövrieren. Und die werden jetzt natürlich ein leichtes Opfer. Das wäre ein toller Test für das hier. Von wegen ein Stoßdruck. Dann machen wir sie erstmal alle platt. Machen wir sie erstmal alle platt. Okay, jetzt haben wir Konzentration, weil die Kämpfe werden härter. Oh, das ist nicht schön. Boah, gerade noch wieder was gesehen. Viele hier liegen. Kopf unten halt. Ich geh mal kurz hier drunter. Ich bin nämlich gerade nicht erwischt, zumindest kurzzeitig nicht. Sehr schön. Oh, Fingerverband. Lass uns erstmal die hier ausmerzen, das wird uns keine Ruhe geben. Ja, Mann. Ja, Mann, mit dem Colt ist zurück. Den haben wir. Ah, scheiße. Noch mal anders bei den Waffen. Bang, 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 bingo, lo. Hey, wir sind nicht tot. Wie schön. Also zum Terminal und den Laden abschalten. Lief doch wie am Schnürchen. So, hier irgendwo einspazieren und was ist denn das jetzt? Boah, das ist aber schon krass gemacht. Wo ist denn das Terminal? Das muss doch da vorne. Ist. Ich dachte, das wäre da irgendwo drin, so ein Ding betrieben. Aber das ist nur der Korpus vom AT-AT. Hier, das ist das Terminal natürlich. So. Sie wissen schon, was Sie tun, oder? Ja, natürlich. Unautorisierte Eingabe entdeckt. Sicherheitsabriegelung eingeleitet. Schön. Für mich war das ein Ausschaltknopf. Okay, neuer Plan. Das Ding läuft mit Lava, oder? Ja. Warum? Was haben Sie vor? Improvisieren. Suche uns einen Weg hier raus. Ich will nur möglichst weit weg von Ihnen. Neuer Plan, Energie abschalten. Ding läuft mit Lava. Das hört sich nicht gesund an. Oh, hallo. Wo sind die jetzt alle hin? Ich dachte, die waren da unten lang gelaufen. Ich hab sie nicht gesehen. Ich dachte, ich schalte jetzt alle mit unserem Supermodus. Was mache ich denn, Mann, ey? Okay. Das kriegen wir jetzt aber hin. Jetzt weiß ich, was da ankommt. Ist auch echt, der Lando verträgt nicht viel.
So, und jetzt nochmal hier den Supermodus kurz aktivieren. Zack, zack, zack. Ja, Mann. Geil. Und den braucht man natürlich auch. Oha. Da ist da noch jemand? Oder war es das? Am besten ist, wenn man sich wirklich vor die stellt und vor die rennt. Boah, ich bin kurz vor down. Verdammt, das war eine knappe Geschichte. War ich wieder zu Revolverheldenmäßig. Aber irgendwie ist das auch der Charakter dafür. Na komm schon raus. Ding, 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 da klingelt's. Lass die Glocken läuten. Kannst du auch mal läuten lassen, die Glocke? Einfach mal neben dem Abonnieren-Button. Haha. Meine Glockenzeit hier. Ding, ding. Boah, wie krass der ausgewichen ist. Habt ihr das gesehen, wie der seinen Kopf eingezogen hat? Okay. Verdammt. Okay, ist hier irgendwas Besonderes, was wir mitnehmen könnten? Nein. Wo ist eigentlich unser Kumpane, Alter? Was ist das für ein Hiopai, ey? Ich finde, der Lando passt als Charakter zu mir. Diese Lavapumpen sind genau das Richtige. So ein bisschen der Chaos-Typ. Okay, auch down. Zum Glück haben wir diese Wärmebildkamera, sonst würde das echt ein bisschen anstrengend werden können. Und Arschtreffer! Ja, Mann, so muss der Hase laufen. Da oben. Ding dong. Scheiße, die sind fies. Na komm schon raus, der ist clever. Aber nicht clever genug gewesen. Oh, fuck. Das war knapp. Okay, den Superschuss sollten wir vielleicht nochmal anwenden, aber es lohnt sich ja gerade gar nicht. Sieht ja auch so ganz gut weg. Genapst. Arsch. Hab ich ihm das erlaubt? Hab ich ihm das erlaubt? Das hatte ich gar nichts gemacht gerade. Das war sogar ja dämlich. Boah. Nee, das habe ich noch nicht so richtig drauf. Was es auch sein wird, es wäre schön, wenn wir dabei nicht draufgehen. So, mal sehen, was das hier macht. Okay, das Pumpensystem sabotieren. Wahrscheinlich wird er jetzt die ganze Fabrik voller Lava laufen lassen oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, was er da vorhat, der gute Lando. Wir müssen dazu nach da vorne. Okay, hier. Nein. Ich glaube, wir sollten abhauen, oder? Problem gelöst. Oh. Ich glaube, wir sollten hier lang abhauen. Kupfstrategie entwickeln. Scheiße, ich habe nichts getroffen, Mann. Schlecht. Nein, ich lege sie lahm. Mit Lava? Was ist mit den Waffen? Einen will sie für die Republik.
Ich entschuldige mich später. Diese Waffen sind nichts für das Imperium. Der war gefährlich. Und da sind noch einige. Den Deaktivator habe ich gar nicht benutzt, wirklich. Aber eigentlich gar nicht so schlecht, weil der die scannt, ne? So, wenn man den dann nochmal nutzt. Also hat schon seine Vorteile auch. Gefährlich nah. Ah, fuck, geblendet. Aber gut, so schnell sind wir nicht hier. Machen wir das doch mal gerade. Okay, dann sehen wir ja schon. Da sind noch einige am Stissel. Und da hängt irgend so ein schöner, netter Officer. Ich hab doch gar nicht reingeguckt. Verdammt. Okay, komm, holen wir uns die Burschen. Holen wir uns die Burschen. Der tropft schon die Lava runter. Müssen wir aufpassen, dass wir dieses Würkchen verbrennen. Unseren schönen Umhang hier. Oh, mehr als ich gedacht hätte. Ah, wie das gegen das Geländer geballert oder so. Oh, da bist du ja. Gar nicht mehr gesehen. Komm, der haut ja in die Fresse. Okay. Oder da nicht. Der hat die Schüsse nicht überstanden. Da war er schneller down. Okay. Machen wir mal so ein Ding rein. Wir haben ja keine Deckung, deswegen ist es gar nicht gut, hier zu bleiben. Okay, interessante Strategie. So. Vorsicht, das ist gefährlich, was ich hier gerade mache. Wenn ich den Kampfläufer richtig aufstelle, müsste ich rüberkommen. Okay, schwenke die Kamera, das kennen wir, aber wir müssen jetzt den Kampfläufer aufstellen, das machen wir hier. Ist ja einfach, da in der Lava weiter so easy stehen kann, ne? Der Knopf war's nicht. Vielleicht der hier? Welcher denn? Welcher Knopf? Wo gibt's denn hier noch Knöpfe? Da vorne sind auch noch welche. Verdammt. Okay. Ist hier nichts? Nee? Achso, der ist da denn daneben. Okay, das ist gerade aufgetaucht. Probieren wir den mal aus. Ich hab keine Zeit für sowas. Ja, ist immer super, wenn man gerade so eine Fabrik mit Lava geflutet hat. Jetzt müssen wir nicht hin. Ach so, zerstören. Ist schon wieder umsonst hier gelaufen. Im Zweifelsfall. Drauf schießen. Ah, dann nehmen wir auch noch mit. So. Schön. Dankeschön. Das sollte reichen. Oh, es war knapp. Chef, hast du was für uns? Neuer Plan. Wir treffen uns hinten an dem Fließband. Eieieiei, hier geht ja der ganze Laden unter. Aber endlich mal wieder frische Luft. Oi. Oh oh. Hören Sie, ich gehe hier enorme Risiken ein. Shrev, ich könnte dich küssen. Ja, und das machen wir auch in der nächsten Folge, wenn wir dann in den AT-ST steigen. Und dann sehen wir uns wieder bei Star Wars Battlefront 2. Und ab rein da. Yeah. Schön hier, oder? Richtig schön hier. Glaube ich auch. The Empire's time has come. This is not our mission. I am your commander. Stand down. You take orders from me.